Ja, von einem Journalisten ist uns in Osterode am Harz ja so ein beige Hosen-Image angedichtet worden. Alles alt und alles zerfällt. Darf ich Sie ganz kurz fragen, warum Sie gar keine beige Hose tragen? Hier weil in Osterode. Ich keine habe. Wir müssen im Nachhinein sagen, dass wir dem dpa-Reporter dankbar sind. Das war für uns der Auslöser, mit dieser Aktion zu starten. Und wir haben auch einen sehr großen Erfolg damit. Ganze Schulen lassen sich mit beigen Hosen fotografieren. Wir haben Bilder, wo ein Pferd eine beige Hose anhat. Wir haben Bilder, wo kleine Kinder, alte Opas, alle beige Hose tragen und das Ganze einfach locker nehmen. Es ist schön hier, es ist lebenswert hier. Also die Reaktion unabhängig von den beigen Hosen war durchweg positiv. Ja, mit der Praktikantin, das ist echt ein Zuckerschnittchen. Ja, das kommt ja auch nicht mit drauf aufs Ton, ne? Ja, ist auch schade, dass sie jetzt krank ist. Echt. Die ist ja echt nicht krank, finde ich auch total schade. Aber die war ja heute da, ne? Echt nett und leise auch was. Ja, die, vielleicht könnte ich die dann anstellen. Ja. Was ist denn die überhaupt? Die ist noch gar nicht. Die ist gerne Eventmanagement und Marketing. Aber es ist zu spät für dich. Du hast ja alt. Keinen Platz mehr. Nee, und du bist auch zu alt. Ist das so? Aber ich bin jetzt weise und krieg graue Haare. Und ja, deswegen. Okay. Ich glaube nicht, dass das was Gutes für dich wäre. Bleib mal da, wo du bist. Und bitte. Diese Fingerzeiggeschichten sind echt sowas von bescheuert. Ne? Ja. Ich zeig mal auf den Monitor, guck dir. Diese Spannen, ey. Hier oh. Das ist ja mein Lieblingsbild, ne? Der Typ hier. Ja, war immer noch nicht. Hosen auch noch die. Aber sie hat es noch nicht gemacht. Ne? Nee, sie hat sie angestrichen. Aber sie hat sie ja noch. War gut. Und hier Christine Herr mit ihrem Privatdinner, das ist echt cool. Ja. Genau, Joachim, ne? Ja. Der ist richtig gut. Das Weltmeister oder so, glaube ich. Ja. Welche Bilder sie reingesetzt hat. Ja, ach doch, fantastisch. Er sieht ein bisschen fertig aus, der Bürgermeister. Jo. Die beige Hosen machen ihn fertig. Er setzt sich halt so für die Stadt ein. Boah, echt super. Der Klaus. Vor allem der Gegensatz, ne, zwischen dem Feuerwehrmann und jetzt unserem... Ich auf dem Trampolin. Wie geht's dem Kind? Charlotte geht's super. Ja, gut. Ach, guck, und das Pferd trägt auch selbst beige. Das Pferd trägt beige. Ja, sehr schön. Oh. Granny. Nachdem wir den Artikel bei der Welt gelesen haben, waren wir auch ein bisschen sauer, weil wir hier sehr gerne leben und es lieben, hier im Harz zu leben, hier Sport zu machen, mit den Familien unterwegs zu sein. Und für unsere Kinder ist das hier noch ein bisschen heile Welt. Die Resonanz ist überragend.
Die Osteroder und die Altosteroder und die Weggezogenen haben uns sehr stark unterstützt, haben ganz viele total kreative Fotos gepostet aus ganz Europa, aus der ganzen Welt und haben uns gezeigt, dass sie solidarisch zu unserer beigen Hose stehen und genauso gerne hier wohnen oder gewohnt haben. Wir müssen im Nachhinein sagen, dass wir dem dpa-Reporter dankbar sind. Das war für uns der Auslöser, mit dieser Aktion zu starten und wir haben auch einen sehr großen Erfolg damit, durch seinen Artikel, der sehr negativ war. Der hat uns ein bisschen wachgerüttelt. Also angefangen hat das mit dem Foto des Bürgermeisters, der sich in Unterhose mit ganz vielen beigen Hosen hat fotografieren lassen, vor seinem Kleiderschrank. Und ich glaube, das war auch der Auslöser für ganz viele andere verrückte Fotos, die gepostet wurden. Sei es, dass Pferden beige Hosen angezogen wurden oder Leute sich auf dem Trampolin haben fotografieren lassen. Oder ein Feuerwehrmann sich oben ohne nur in seiner beigen Hose hat fotografieren lassen. Das sind unglaublich. Das sind mehrere hundert Bilder, wie gesagt, aus ganz Europa. Also wir haben diese Aktion natürlich in den sozialen Medien angelegt, waren uns aber auch bewusst, dass wir da nicht alle Zielgruppen mit erreichen. Somit gab es auch eine Postkarte zum Thema, wo man uns eine E-Mail mit dem Foto schicken konnte oder wir hätten auch das Foto gemacht. Aber selbst die älteren beigen Hosenträger haben die Fotos selber über soziale Netzwerke geteilt. Und das zeigt, dass hier alle Generationen in allen Medien vertreten sind. Ja, also wir haben das ja auch von mehreren Stellen zugeschickt bekommen, ne, im Zeitalter von E-Mail und Co. Und ich habe mich persönlich sehr geärgert, weil ich komme von hier, ich bin hier geboren. Und meine erste Reaktion war ein Leserbrief. Und auf diesen Leserbrief haben wir ganz viel Resonanz bekommen. Ganz viele Leute, die gesagt haben, endlich mal einer, der sagt, wie es ist. Inhalt war im Grunde genommen das, was wir jetzt auch machen, sagen, dass es schön hier ist, dass wir gerne hier leben. Und ja, unsere erste Reaktion war, einen Aufkleber zu entwickeln mit Schön hier drauf und das, die nächste Reaktion war die beige Hosen-Kampagne. Also die erste Reaktion kam ja schon auf diesen Leserbrief, dass viele gesagt haben, endlich sagt mal einer, wie es wirklich ist. Es ist schön hier, es ist lebenswert hier. Also die Reaktion unabhängig von den beigen Hosen war durchweg positiv, was uns ja auch veranlasst hat, mit Harzkind drüber nachzudenken, wie vermarkten wir denn die Marke Harz mal ein bisschen positiver, als es in den letzten Jahren der Fall ist. Und bestärkt werden wir einfach durch diese vielen positiven Rückmeldungen aus allen Altersklassen. Da mache ich mit. Also es sind weit über 100, es kommen täglich neue dazu und wir sind sehr überrascht gewesen, dass die ersten, die gepostet haben, wirklich nicht aus Osterode kamen, sondern aus Südfrankreich, aus England, aus München, aus Hamburg. Also Osterode oder Harzer, wir reden ja von der Region hier, die weggezogen sind, die aber stolz sind auf ihren Heimatort, immer gerne wieder zurückkommen. Das waren sogar die ersten, die gesagt haben, wir stehen zum Harz, wir stehen zu Osterode und wir zeigen Flagge. Ja, also das ist natürlich großartig, wenn ganz von oberster Stelle dort positives Feedback kommt und so ein witziges Foto auch gleich gepostet wird. Ich meine, er macht sich ja da auch selber so ein bisschen über sich selber lustig und das hat auch viele beflügelt mitzumachen, hat uns sehr gefreut. Ja, die Stadt steht hinter uns, das Stadtmarketing steht hinter uns und das ist schon toll, wenn so eine Kampagne, die wir uns ausgedacht haben, auf so breite Basis, auf so einer breiten Basis steht. Mhm. Es ist Wohnraum da, es sind Arbeitsplätze da, wir haben ein ganz tolles Freizeitbad, wir haben ganz, ganz viele Freizeitmöglichkeiten, wir haben gute Luft, wir haben gutes Wasser. Es ist alles vorhanden, um ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen und wir glauben, dass wir auch durch diese Kampagne das Image so drehen, dass wir demnächst da einen größeren Zulauf bekommen können. Man kann natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, wir sind alle hier so alt und demnächst schließen wir die Stadt ab. Aber wir wollen genau den anderen Weg gehen, also mit kreativen, ungewöhnlichen Maßnahmen zeigen, dass es schön ist, hier zu leben und dass wir auch glauben, dass es schöner ist als in der Großstadt. Und von daher hoffen wir, dass auch andere Städte mit aufspringen und sagen, jawohl, wir gestalten den demografischen Wandel, aber eben mit dem Augenzwinkern und mit Kreativität und mit Spaß am Leben. Soziale Medien laufen.
Also ich bin sehr stolz auf die Harzkinder, die wir dadurch erreicht haben, denn Harzkinder sind tough und sind kreativ und sind begeistert mit dabei. Deswegen freut es mich persönlich, dass meine Mit-Harzkinder, egal wo sie sind in der Welt, uns unterstützen und mit dabei sind. Und es bestätigt mich auch einfach darin, dass ich hier das richtige Lebensgefühl habe, dass ich da nicht alleine mitstehe, sondern das ist eben einfach wirklich so. Und ich glaube, dass das eine oder andere Harzkind weit draußen in der Welt auch sich freut, wieder zurückzukommen oder vielleicht auch neidisch ist, dass wir hier leben können und die vielleicht aus beruflichen Gründen nicht hier sein können. Also kommt alle zurück. Vor kurzer Zeit wurden wir durch einen dpa-Journalisten besucht, der ein Interview gemacht hat, was